Willkommen zurück zu Pokémon Feuergrün! Wie ihr seht, ist einiges los. Missigno will die ganze Welt auslöschen und nur ein Gott kann ihn daran hindern. Gut, dann gehen wir halt mal zu Arceus, der ist nämlich noch am Pokern hier mit Crowdon. Und wir haben bereits ihm einen Besuch abgestattet, er hat sich aber geweigert mitzukommen. Aber wir wissen ja, seine Schwachstelle, ein Karpador. Also haben wir uns vom Professor Palm ein Karpador geholt. So, jetzt bist du dran! Los, Karpador, Platscher! Ah, oh, nicht schon wieder! Hey du, lass mein Kumpel in Ruhe. Sonst machst du die Säulen wieder kälte. Das ist mir völlig egal. Ich muss dort ja nicht wohnen. Na, danke. Und mit wem soll ich jetzt pokern? Nimm das Karpador. Da gewinnst du bestimmt. Ja, jetzt pokert Crowder mit Karpador, weil wir Arceus gefangen haben. Ist das cool? Ja, Arceus Level 40. Gut, gut. Ja, warum nicht? Level 40 ist ein bisschen... Oh, da habe ich jetzt mehr erwartet. Was für ein abgedrehtes Spiel, ey. Ja, hier tauchen eh keine Pokémon auf. In solchen gelben Höhlen da. Meteoritenhöhlen oder was weiß ich. Tut mir eher leid für Crowdon, aber... Was muss, das muss. Hätte nur noch so Animation gefehlt wie Crowdon und Karpador pokern. So, lass mich jetzt mal ohne wilde Pokémon durch, du. Come on. Hab Gnade. Jawohl. Was ist denn da los? So, jetzt können wir wieder fliegen und wir fliegen nach... Oh, lass mich überlegen. Zurück zu Missigno. Siegestraße. Wir haben jetzt einen... Ja, tun wir den an erster Stelle, Arceus. Mal angucken, was der so kann. Kann ich den jetzt echt im Team behalten? Das hört schon was. Was? Alles 111? Cool. Genesung, Urteilskraft, Heilung, kostet. Das gefällt mir. Sieht ja gar nicht mal so schlecht. Passer, können wir jetzt durch? Ah, obwohl wir kein Team Shocket Dings mehr anhaben, dürfen wir jetzt durch. Ich hab jetzt aber so einen leichten Kretzanfall, wenn wir die Rätsel wieder machen müssen. Aber scheinbar nicht. Die Felsen sind alle geblieben. Ich freue mich erst ab. Außer der da. Hm. Ach so. Ja, aber der tuscht ihn so weg. Ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt schnell wieder hinfinden zum Missing No. Nee, das geht ja gar nicht. Das... Jetzt holen wir uns mal die Items. Nächstes Mal. Was ist da los? Weiß immer noch nicht, wie man an die Items rankommt, ey. Naja. Wir müssen erstmal die Welt retten. Ich glaube, das hat Vorrang, oder? Machen wir das erstmal, oder? Ja, muss man Prioritäten setzen manchmal. Da kommen wir auch nicht. Das ist ja nur so ein Rückweg. Da waren wir ja schon. Bam, badam, bam. Ne, unten geht's weiter. So, du kannst dahin. Trauen wir uns, wagen wir uns. Genau. Passt. Hm, das ist dort. Gleich sind wir da. Also um die Ecke. Ja, es ist schon... die Höhle hier ist schwierig. Das ist Siegestraße, ne? Die ist schwierig. Da wären wir. Wir haben Arceus. Können damit Missigno aufhalten. Das zu unseren Füßen ist der reinste Datenmüll. Wir werden bald auch so aussehen, wenn wir nichts unternehmen. Okay, ich fordere dich heraus. Missigno! Ein wildes Missigno erscheint. Los, Arceus. Jetzt wird's interessant. Genesung, Heilung ist ja... Kosmikkraft ist auch nur Werte oder sowas, ne? Giftpuder? Was? Urteilskraft. Das war Kosmikkraft. Ich probier's mal. Himmelsfeger, übertreib mal. Verteidigung steigt, okay. Mach Genesung. Dass dir nichts passiert, mein Schatz! Nochmal. Ja, wenn ein Volltreffer landet, bin ich am Ende, ne? Ein hochspannendes Duell. Arceus gegen Missigno. Besser geht's ja gar nicht. Ah, er hat uns vergiftet, ey.
geht Heilung, ne? Heilung ist für Statusveränderung, oder? Oh. Boah! Bis ich mal angreifen will, wie soll ich das hinkriegen? Meine anderen Pokémon haben nicht so einen hohen Level. Ach, Missing No. Die hätten auch dem seine... Obwohl, der konnte Himmelsfeger, ne? Ich hab gerade mal überlegen, ich habe damals voll oft gegen den gekämpft, in Rot und Blau. Was der konnte. So, jetzt greifen wir mal wieder an. Vorscheidskraft. Ah, ich habe Angst, dass ich down gehe. Und, ärgerlich. Mal sehen, ob die anderen was ausrichten können. Möglicherweise. Das wird aber nicht gut gehen, glaube ich. Keine Wirkung! Ah, ich glaube... Auf den ist nur vom... Ja, auf den ist nur vom Typ... Fragezeichen, 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 was effektiv. Deswegen kann auch nur Arceus was gegen ihn ausrichten. Da müssen wir Beleber machen. Alter! Quäl mein Bisasam nicht so. Ich hoffe nur, dass... Ah! Ach, wir haben Genesung ja kaum noch AP! Ein Äther wäre auch nicht schlecht gewesen. Was machen wir denn, wenn wir das nicht schaffen? Machen wir mal Volltreffer. Wir müssen jetzt nochmal auf... Ach, komm schon, bitte! Es ist nicht wahr! Doch, wir können... Ich bin so blöd, ne? Ich kann nochmal Beleber machen. Ich habe so keine AP mehr für... Genesung. Ja. Ja. Komm, besieg ihn doch, Mann! Was bist du für einer? Auf! Kannst du nicht mal ein Kleinchen angreifen, oder was? Tatsächlich nicht. Mach doch Himmelsfeger! Naja. Ja, das ist die KI. Es bringt eh nichts. Ich will halt, dass der ein Pokémon von uns besiegt. Damit Arceus dann mit voller Power. Ach komm. Wird schon klappen. Seht ihr? Das meine ich damit. Item, Beleber, Arceus. So, ich hoffe mal, greife ich dann an? Höhere Initiative? Nee, ich greife ja gar nicht zuerst an. So, weg mit dir. Arceus besiegt Missing No. War das nicht ein episches Duell? Ja? Ein Stein hier mit jede Menge Level-Ups. Und? Die Löschung hat gestoppt. Scheint, als hätte Arceus uns gerettet. Ja, und ihr habt uns fast alle ausradiert. Diese Trainerin mit roter Kleidung hat das Buchstaben-Pokémon zu früh befreit. Wir konnten das Pokémon nicht fertigstellen. Sie ist schuld. Ihr hättet gar nicht erst versuchen dürfen, Pokémon zu erschaffen. Hm. Vermutlich hast du recht. Ich denke, wir werden uns durchorientieren. Neue Planung und so. Was denn zum Beispiel? Vielleicht vereinigen wir uns mal mit Team Rocket und züchten Urmel. Sofern das jetzt nicht auch als Schaffung von Pokémon gilt. Nö, das ist okay. Geht Urmel züchten. Urmel. Ja, okay. Scheint, als werde ich hier auch nicht mehr gebraucht. Da habe ich wohl eine reife Leistung vollbracht. Was? Du hast gar nichts gemacht! Ach ja? Das meinst du? Siegfried heimst den ganzen Ruhm ein. Dezente Frage, was machen wir denn jetzt eigentlich? Geh mal zurück. Irgendwie finden wir ja schon wieder... Da ist ja die Pokémon-Liga. Ach, du liebes bisschen.
Ich habe Angst. Ich will noch nicht rein. Ich speichere mal ganz kurz. Nur Fragen. Achtung! Hinter mir liegt die Top 4. Wenn du erstmal hier durchgehst, gibt es keinen Weg zurück. Okay. Das wollte ich doch nur wissen. Ah, ist das nicht schön. Ja, welche Herausforderungen hätten wir denn noch so? Wir hatten jeden Ort besucht. Wir haben das legendäre Arceus gefangen, was wir jetzt so benutzen können und werden. Schutz wirkt nicht mehr. Können wir noch irgendwas kaufen? Haben wir irgendwie Geld dazu bekommen? Sag doch an, ob du Geld hast. Ey, hast kein Geld. Kannst du nicht mal einen Supertrank leisten. Ja. Ja, dann probieren wir es halt. Der Part ist noch nicht lang genug. Wir fangen an mit der Pokémon-Liga. Dann los. Baumann schreitet zur Tat. Was? Oh, entschuldige. Ich habe gerade meinen Text für den nächsten ASDF-Movie geübt. Ich hoffe, das kennt jeder von euch. Ich habe schon mal erlebt, dass jemand in die Kommentare geschrieben hat, ich mag Züge. Und die anderen wussten nicht, was gemeint ist und sowas. Baumann schreitet zur Tat. Und da bist du ein Baumann. Guck dich doch hier mal um. Alles so schön grün. Ich liebe Pflanzen einfach, deswegen bin ich der Baummann. Und nun lass uns kämpfen. Meine Baumpflanzen-Pokémon werden dich in Grund und Boden stampfen. Okay, wenn ich es gewusst hätte, werde ich natürlich Protex an erster Stelle. LPer Krummskiss. Let's Player Krummskiss. Das ist eine sehr interessante Story. Und zwar, Pokémon Feuergrün wurde ja erschaffen von Shining Advance. Müsste es sein. Und Pokémon Feuergrün, wie ihr merkt, ist ja ein sehr langes und vollkommenes Projekt. Das war aber nicht immer so. Es war mal pausiert, es war mal nicht weiterentwickelt. Und der Let's Player Krummskiss hat vor, weiß nicht, 2009, 2010 halt, dann trotzdem Feuergrün Let's Played. Das müsste 2009 gewesen sein. 2010 war Feuergrün nämlich dann fertig. Hat 2009 halt Let's Played und Kritik gemacht und irgendwann war es halt zu Ende. War halt nun nicht angeblich, ich weiß es nicht. Noch nicht ansatzweise so gut wie wie heute. Und Shining Advance, der Ersteller von Pokémon Feuergrün, hat das Let's Play von Krummskiss gesehen und deswegen neue Motivation bekommen. Und dann hat Krummskiss auch mitgearbeitet an Feuergrün. Und das ist eine schöne Story, ich finde. Heutzutage gibt es Krummskiss nicht mehr, es gibt den Kanal noch und da kriegt man einen Verweis von wegen, ich habe einen neuen Kanal und da gibt es auch neue Videos. Was ich sehr schade finde, dass es diese ursprünglichen Feuergrün-Videos nicht mehr gibt, oder ich habe es zumindest nicht gefunden. Wahrscheinlich einfach, weil sie sich auch denken, der neue Hack ist besser. Parasek. Ach, schon bei Arceus. Hallo. Ja, dann Urteilskraft halt, ne? Boah, die haben schon schlimme Level drauf. Da hätte ich vielleicht trainieren sollen. Achso, ich kann auch keine Heilung. Ich hätte vielleicht wirklich Dings benutzen sollen, Tauboga. Weil gegen Käfer-Pokémon kann Tauboga noch was ausrichten. Ich glaube später dann nicht mehr. Wir werden sehen. Der ist besiegt. Wie die. Was war das für ein Pokémon? Ich hab's vor Augen, aber was war denn das für ein Element? Ich glaube, das könnte was mit Gestein gewesen sein. Los, Turtok. Das war doch ein Fossil, oder? Müssen wir jetzt probieren. Was? Was ist das für ein Pokémon nochmal? Verdammtes Toxin. Ist ja noch schlimmer als Gift. Wir müssen das Pokémon wieder wechseln. Dann wird's zu normalen Gift wenigstens. Kokowai. Exzellent für Texo. Komm schon. Oh nein, ey. Komm, Critical Hit. Daneben. Das kommt davon, wenn man Critical Hit will. Daneben. Komm, dein Level ist doch okay. Du schaffst auch... Was? Warte mal. Pflanze? Was? Wir haben Arceus im Team. Ah, er pennt. Kokowai? Ach, Mann! Explosion. Bisaflor. Wie macht Schlafpuder? Schläft ein. Was? Wacht auf. Da weg. Schmarotze. Alter!
Was? Hör auf! Nicht so viele Beleber, Junge. Das hat nur noch Turtok eine Chance. Ah, dich wird... Warte mal. Herr Krumskis schickt Kapalorus in den Kampf. Das war auch Wasser. Kritisch, es ist ein harter Kampf, du. Na! Und tschüss. Jetzt war's das mal? Danke. Nein, du hast den Zweig zerbrochen, wie kannst du nur? Verschwinde aus meinem Raum, bevor ich die Fassung verliere. Krumskis. Schön, dass man Let's Player mit einbaut. So, Beleber. Für Trutex, für Chaos, für Tauburger. Jetzt die kleinen Tränke hier, so. Oi! Wie viel Beleber habe ich noch? 10. Oh, ich hab Angst. Komm, ein Top 4 Mitglied. Anton? Anton! Kriegen wir noch. Ein Anton ist das nächste Top 4 Mitglied. Uah, ein Anton. Bist du mein nächster Gegner? Erstens, nein. Zweitens, ja. Ich bin kein Anton. Wir hatten bloß nicht die passenden Sprites. Und ja, ich bin dein nächster Gegner. Lass uns anfangen. Was? Anton? Ah, Viktor. Schickt Gengar in den Kampf. Wer ist Viktor? Was machen wir denn mit dir? So hat es da auszusehen. Zwirrfinster. Hat er Geist-Pokémon und sowas? Finde ich ja gar nicht prickelnd. Aber Arceus, gegen die hat Arceus gute Chancen, wie es aussieht. Traunmagie. Ja doch, ich glaube, das wird gut gehen diesmal. Sollte nur auf die AP achten. Wir haben keinen Äther oder sowas, ne? In dem Spiel sind die da... Oh, fuck. Ich hab recht. Ich kann gar nichts tun, dann. Dann bin ich... Dann kann Arceus... Shigi? Shigi? Warum Shigi? Level 5? Was? Warum hat er einen Shigi? Level 5? Kein Anton kann mich besiegen. Ich bin kein Anton. Das wäre ein komischer... Okay, Freunde, das waren die ersten beiden der Top 4. Wie das weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Daumen hoch nicht vergessen und unbedingt wieder einschalten. Freunde, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao!